Ich lese den Text, kannst du eine Ratten am Abgrund der Hölle, wie sagt man, das letzte, die letzte Hälfte, die erste Hälfte nicht, weil sonst ich will nicht so viel verraten. Aber es gibt vorher noch eine kleine so, Zusammenfassung und so weiter, damit ihr überhaupt wisst, was es geht. Okay, also. Tanzende Ratten am Abgrund der Hölle. In einer Stunde und 13 Minuten habe ich einen Termin beim Arbeitsamt Berlin-Mitte, Charlottenstraße 90, Zimmer 3088b. Das Problem ist nur, dass ich im Internetcafé sitze, irgendwo zwischen Rügen und Taunus, genau dort, wo die Zwerge des Wahnsinns ihre goldenen Eier legen. Im Internetcafé müffelt es nach nicht gewechselter Unterhose. An der Wand hängt eine Autogrammkarte von Pamela Anderson. Es gibt 15 Internetplätze, kein einziger ist besetzt und ich wähle den letzten Platz in der Ecke. Ich logge mich ins Postfach ein und müsste jetzt eigentlich meiner netten Tante vom Arbeitsamt eine nette Nachricht zukommen lassen, einen Brief voller entschuldigender Worte, gefüllt mit Liebreiz und Scham und Lobpreisung ihrer Arbeit und dem heiligen Versprechen, ihr selbstverständlich und umgehend eine Krankschreibung zukommen zu lassen. Aber weiß der Geier warum? Stattdessen öffne ich den Anhang einer Mail und ein altes Gedicht von mir kommt zum Vorschein. Ich zünde eine Zigarette an und beginne mit dem Überarbeiten. Tanzende Ratten am Abgrund der Hölle trägt jetzt den Titel Vegan ist das neue Hitler. Aber ich bin mit den letzten beiden Zeilen unzufrieden. Ich kann mich nicht entscheiden, ob die Menschheit an einer Seuche zugrunde gehen soll oder doch lieber an einer gigantischen Atomkatastrophe. Ich überlege und überlege und ein Kerl, etwa in meinem Alter, mit gelber Jacke und einem Pizzakarton, spaziert in den Raum. Und obwohl 14 weitere Plätze frei sind, setzt er sich ausgerechnet zu mir und öffnet seinen Karton und beißt in seine Pizza Hawaii und beginnt zu schmatzen. Er rollt mit den Augen und summt vor sich hin, Tomatensoße tropft aus seinen Mundwinkeln. Der Kerl scheint übrig geblieben zu sein aus der Techno-Szene der 90er, ein gern gesehenes Opfer, harmlos und unpolitisch. Während die Jugend nach der Wende eine monströse Party feierte, nicht nur hier, überall, in München und in Dresden, in Köln und Cottbus und Lübeck und Halle und Mannheim und Berlin, 11 Jahre ununterbrochenes Tanzen und Pillen einpfeifen, hemmungsloses Herumbumsen und Gehirn in Scheiße tauchen, Blut kotzen und happy sein und schwitzen und schreien und am Strand von Yucatan unanieren und Wein saufen und nach Tel Aviv jetten und manchmal an Selbstmord denken und auf Strommasten klettern und Age in den Hals fixen und 8 Psychiater in einer Woche verbraten und nackt und zusammengeschlagen und ausgeraubt im Club aufwachen, wurde im Hinterzimmer an der neuen Weltordnung gebastelt. Heimlich, diskret, mit chirurgischer Zielstrebigkeit. Niemand bekam davon irgendetwas mit und jetzt haben wir alle den Salat. Dr. Motte mobilisierte 2 Millionen Menschen und die Anti-Titel-Bewegung schafft nicht einmal ein Zehntel davon. Moment mal, habe ich diesen letzten Satz gerade gesagt oder nur gedacht? Ich schiele zum Typen neben mir und er nuschelt, was ist mit Dr. Motte? Nichts, was soll mit ihm sein, sage ich. Er gibt keine Antwort und beißt in seine Pizza. Ich drücke meine Zigarette aus und beginne mit der Mail an Frau Blubber, meiner persönlichen Fallmanagerin. Während zeitgleich in Meißen oder in Schwerte oder in Tröglitz oder in Rottenburg oder in Freiberg oder in Heidenau oder in Wassenberg oder in Sangershausen oder in Groß-Lüsewitz oder in Bockau oder in Döbeln oder in Bar Ebenhausen oder in Dresden-Stetsch eine Turnhalle, gedacht als Unterkunft für Flüchtlinge, mit Gas gefüllt und in die Luft gesprengt wird. Das war's. Warst du kurz? Ja. Ja, natürlich. Ja. Scheiße. Ich hab noch was anderes verdammt. Ja, hau rein. Danke, aber danke. Was? Soll ich den ersten Teil jetzt lesen, lieber? Hast du gesehen? Nee. Mach mal was Neues. Muss erst mal was trinken. Ich hab vor allem trockenen Mund. Ganz schnell. Oh, super. Dankeschön. Das ist voll, ja. Scheiße, ich dachte, es wäre zu lang, das ist schon kurz. Das
From Girlie to America. Steht an der Wand neben der Pizzeria. Der Laden gehört dem Onkel von Baseball Murat und Baseball sagt, nimm dir, was du willst. Also schlage ich zu und tue so, als ob ich seit 4 Monaten nichts mehr gegessen hätte. Und hinter mir warten schon die Nächsten, Spanier oder Italiener oder Dänen. Und sie lachen und sie reden in ihrer Sprache. Und vor einigen Nächten standen hier noch die Dealer im Dunkeln, unter den Bäumen, in den Eingängen der Häuser. Die Jungs, die sich vielleicht als Schuhputzer in Accra durchgeschlagen haben oder als Söldner für Gaddafi. Und Europa riecht nach Popcorn und Lavendel. Europa riecht nach himmelblauer Vollkommenheit. Europa ist weich wie das Fell einer 7-köpfigen Katze. Europa schmeckt nach einem nie enden wollenden Aufenthalt im Trommelfeuer der ewigen Überdosis. Und sie machten sich auf den Weg, um das gigantische Meer zu bezwingen, bewaffnet mit dem Staub ihrer Dörfer und den Knochen ihrer Urgroßväter, die im Schatten der Baumwollplantagen ausgepeitscht wurden. Und das Mittelmeer war einst eine riesige Schlucht, größer als der Vorhof der Hölle. Und ein Erdbeben vor Gibraltar sorgte dafür, dass der Atlantik in das monströse Tal schwappte. Und es dauerte 400 Jahre, bis die Schlucht mit Wasser gefüllt war. Ihre Chancen standen 1:1000, als sie die klapprigen Boote betraten. Es war eng und stickig und die Crew verlangte $300 für einen verfaulten Apfel. Christen versuchten, Moslems ins Meer zu werfen und Moslems gingen mit Messern auf Christen los. Und Europa tauchte auf und die große Wanderung, den Gleisen folgend Richtung Norden. Und irgendwie schafften sie es. Wie? Das weiß niemand so richtig. Und dann hockten sie hier im Dunkeln vor der Pizzeria unter den Bäumen mit ihren Kapuzen und müden Gesichtern. Und manchmal hielt ein Polizeiwagen in der Straße. Die Bullen blieben im Wagen sitzen, während die Jungs mit ruhigen Schritten das Weite suchten. Und kaum waren die Bullen weg, da dauerte es keine 10 Sekunden und sie standen wieder unter den Bäumen. Ich habe gehört, dein Onkel hat den Bäcker in der Straße übernommen, sage ich. Ja, sagt Baseball, aber er will den Späti draus machen, bringt mehr Kohle. Ist jetzt schon sein 4. Laden in der Straße, oder? Baseball nickt und meine Pizza schmeckt nach Ziegenschweiß, also streue ich Parmesan drauf und Faruk, der Onkel von Baseball, importierte vor 30 Jahren Wassermelonen aus Konya, gefüllt mit Heroin und es wird gemunkelt, dass Onkel Faruk seine alten Kontakte spielen ließ, um den Jungs mit dem Dope zu verklickern, dass es keine gute Idee ist, in seiner Straße auf Kundschaft zu warten. Die Jungs lösten sich in Luft auf, einfach so, von einer Nacht auf die andere und jetzt belagern sie 300 Meter weiter südlich die Hauseingänge und Bäume und Geschäfte. Und nur der Schriftzug an der Wand neben Faruks Pizzeria blieb von ihnen übrig.